Jo und herzlich willkommen zu Alter, come on, zu einer neuen Folge Flive, mal wieder auf dem Ranger, aber ich werde wahrscheinlich vorher noch eine Folge vom Mage hochladen, wo wir dann auch wirklich mal questen, weil ich werde heute ein bisschen vorproduzieren, weil ich bin morgen Nachmittag beim Zahnarzt und ich schreibe zwei Klausuren die Woche, eine davon eben übermorgen, und wenn ich dann morgen beim Zahnarzt bin und am nächsten Tag eine Klausur schreibe, ist es mit Aufnehmen eher schlecht. Aber da ich ja gestern eh beim Mage nichts gemacht habe, dürfte es eigentlich kein Thema sein, weil wir da eh questen wollen und damit auch fast das nächste Level abschaffen sollten. Und ja, von daher müsste es eigentlich auch alles passen. Genau. Ja, dann womit fangen wir an? Also was ich, also was halt richtig behindert war, also fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe ja letztens mal gesagt, Alter, ich werde heute oft gerootet, dass ich schon saulang kein World Boss mehr miterlebt habe. Tja, in der Tat, oder tatsächlich besser gesagt, war am Freitag World Boss da, und zwar genau so, dass ich ihn haargenau, und zwar auf die Sekunde genau verpasst habe. Ich bin, ich weiß gar nicht, wo war ich da Freitag, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich, weiß ich nicht, wo ich da war. Auf jeden Fall bin ich um 6 oder so, es war um 18.40 Uhr oder 18.39 Uhr saß ich am PC und da war nix. Dann bin ich aufgestanden, ich habe keine Ahnung, was ich dann gemacht habe, aber 7 Minuten später kam ich wieder. Und dann habe ich den Chat geschaut, da stand zweimal, World Boss ist bei Flaris, wo ist der gespawnt, Alter? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwo in Flaris. Aber im Fluss der Tränen, glaube ich. Oder irgendwo, ich weiß es nicht mehr. Oder? Ne, ich glaube irgendwo direkt bei Flaris irgendwo. Aber ist ja auch egal, in Lucifer ist der, glaube ich, gespawnt. Ja, aber auf jeden Fall, wirklich. Und genau in dem Moment, wo ich wiederkomme, ich sehe die ganzen Nachrichten im Chat. Genau in der Sekunde kommt die Nachricht, der World Boss wurde besiegt. Also halt wirklich, das waren genau diese 7 Minuten, wo ich nicht am PC war. Spawnt der dreckige World Boss. Oder lassen die ihn spawnen, besser gesagt. Dreckige Webs... nein, was soll ich nicht gesagt? Ja, aber total behindert. Also es war halt wirklich... Ich weiß es nicht mehr, was ich da gemacht habe. Keine Ahnung, das ist 3 Tage her. Ihr wisst ja nicht mal, ich weiß nicht mal, was ich gestern zum Frühstück gegessen habe. Naja, doch schon, weil jeden Tag das gleiche ist, aber... Ja, also, ja, aber ich, auf jeden Fall weiß ich, dass ich da nicht da war, und ich weiß noch genau die Uhrzeiten, weil ich dann nämlich noch, also ich schaue eigentlich fast immer auf die Uhr, wenn ich vom PC weggehe oder wieder hingehe. Ich mag es, meine Timer zu haben, also dann muss ich ja immer wegen Dungeon schauen, wann wieder was geht, und ich merke mir immer ungefähr, wann ich die gemacht habe. Oder, naja, ich muss mir nur die erste Zeit merken, dann weiß ich immer, okay, um die und die Uhrzeit muss es eigentlich bald wieder gehen. Übrigens müsste Fortune Circle auch an sein, falls ihr euch wundert. Also eigentlich müsste es an sein, aber er hat vorhin, als die Party 40 geworden ist, nur Giftbox gespammt. Und ich bin erst auf 39 reingejoint, also gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass Dingens an ist, weil sonst hätte ich jetzt, wäre es ein bisschen mies. Aber Giftbox ist eh das Bessere. Oh, nein, nur Setteile. Ohne Witz, wenn ich ein Video mache, ich droppe immer doppelt und dreifach Setteile aus viel seltener Waffen. Ich habe vorhin einen Run gemacht. Luzaka Bow, Luzaka Crystal Bow und Bow of Furnace. Das Einzige, was ich nicht gedroppt habe, war Queen's Bow. Oh, jetzt dachte ich schon, ey. Das passiert mir in letzter Zeit so häufig, dass ich Zonenwechsel-DC habe. Das geht mir so hart auf die Eier. Vielleicht sollte ich aufhören, auf Channel 1 Dungeons zu machen. Aber das hilft halt nicht mal. Ich meine, auf Channel 3 auf Murano habe ich auch manchmal Exe Close oder sowas. Oder auf Devos habe ich auch manchmal Lags. Also das hat mit dem Channel eigentlich relativ wenig zu tun. Vor allem unter der Woche erst recht. Nee, also samstags, da... Okay, da wechsle ich aber auch meistens. Vor allem, wenn ich eine eigene Party habe, da gehe ich dann schon auf einen anderen Channel. Aber wenn so ist, halt auch behindert. Ich meine, du hast eine Party, dann wechselst du Channel, eine halbe Stunde später verliert der Lead und kannst dir eine neue suchen. Ja, da ist es hin und her wechseln mehr Aufwand, als einfach dann einmal neu zu starten. Außerdem passiert es echt öfter in Videos, habe ich das Gefühl. Naja gut, das heißt öfter, das passiert ja sowieso schon zum Glück relativ selten. Aber manchmal stockt mir da schon der Atem, wenn ich das sehe. Das ist länger later als gewöhnlich. Naja, ja, auf jeden Fall so viel zum World Boss. Also gibt es die anscheinend noch, aber ja, ich dachte eigentlich, dass die weiter. Also, die haben ja mal gesagt, dass die auf fast täglicher Basis machen wollen, aber dass der erste seit, ja, ich glaube, seit über einem Monat war, den ich mitbekommen habe, wird es wohl nicht ganz so sein. Ich meine, gut, okay, da kann ich es verstehen, warum es eher knapper wird, weil sie das Event tatsächlich selbst immer starten müssen oder halt immer den spawnen lassen müssen und dann die Nachrichten schauten. Aber, naja. Ich verstehe nicht, warum sowas nicht eigentlich ein Mod machen kann. Wofür hat man denn eigentlich Mods? Also ich meine, wenn die sowas nicht machen kann, sind sie eigentlich komplett useless. Also zumindest in-game. Also, ja, meiner Meinung nach. Also ich meine, im Forum und so, ist ja okay, aber kann die ja im in-game auch ein Viech spawnen lassen, ist jetzt nicht so ein Act, glaube ich. Naja.
Ja, da haben wir es mir auch jetzt ein bisschen die Suppe versalzt. Das habe ich auch schon öfter gesagt, wenn ich mit meinem Shop-Char Execlose habe und gerade den Shop geöffnet habe und dann Execlose oder, das kennen bestimmt auch einige von den Leuten, die öfter Shops machen, vielleicht auch mit teureren Items. Wenn man nicht aufpasst und aus Versehen über 2 Milliarden in den Shop tut, dann kommt da so eine Nachricht, Gesamtmenge der Penya im Inventar darf nicht über 2, blablabla, obwohl es ja 2,1 Milliarden sind, aber steht 2 Milliarden, also man kann bis, ich glaube ziemlich genau 2,147 oder so Milliarden haben, aber eben nicht im Shop, sondern, also schon auch, aber das ist halt, es wird halt 2 Milliarden angezeigt und wenn du das erreichst und dann eben diese Nachricht kommt, da hat man dann manchmal, wenn man dann auf Shop öffnen klickt, nach der Nachricht, hat man dann manchmal auch so eine Art Ghost DC, also du machst, oder, naja, was heißt Ghost DC, du hast den Execlose, also, ja, klickst du dann auf Shop öffnen und statt dass sich der Shop öffnet, also Shop öffnen und dann okay und statt dass du okay machst, macht gar nichts mehr okay, weil der nächste zumacht, also, ja, das ist nicht so nice und da ist mir was eingefallen, was echt auch nice wäre bei Turning Point 2, da habe ich jetzt persönlich noch niemanden drüber reden hören, aber das bin ich bestimmt noch nicht der erste, der die Idee hat, aber was ich richtig nice finde, wäre so eine Shop-Speicher-Funktion. Also wo du halt einfach, also übergreifend halt einfach, dass du dir einen Shop machst und also wenn du den Shop voll machst und nicht öffnest und wieder schließt und dann wieder öffnest, dann ist ja alles gespeichert. Und dass man sowas machen kann, dass du, wenn du dann hier drauf gehst oder so, oder dann gibt es halt hier noch einen Reiter mit aktuellen Shop-Speichern oder so und dann ziehst du den hier runter und solange du die Items noch inventarst, dann speichert er die mit genau den gleichen Werten. Weil wenn du gerade im AHA nachgeschaut hast, was ist das und das und das wert und hast gerade alles mühselig auf, reingetan und dann kommt Execlose, ja. Ich meine, es gibt nichts Nervigeres eigentlich. Aber zumindest wenn du immer einen vollen Shop hast, so wie ich. Also ich achte eigentlich immer darauf, dass ich jeden Platz belegt habe, weil sonst ist ja Time Waste. Wenn ich nicht die volle Kapazität ausnutze von 20 Plätzen. Und ja, sowas finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Sowas ist auch so ein richtig kleines Feature, das eigentlich null Probleme machen dürfte. Sowas... So, das sollte eigentlich schon möglich sein. Ich meine, so eine dreckige Scheiß-Inventarsortierfunktion. Okay, jetzt werde ich wieder ausfallen, aber... Ja, so ein Müll hat... Also ich persönlich habe es nicht gebraucht, ja. Also wer sein Inventar nicht selber sortieren kann, also sorry, aber so schwer ist es jetzt auch nicht. Ich habe es 10 Jahre lang gemacht und mache es immer noch ohne die Funktion, also... Ja, wird man es... Also das war wirklich das Einzige, was mich an dem Update sowas fand. Das geht mir bis heute noch am Arsch vorbei. Meistens regt es mich nur auf, wenn ich aus Versehen drauf drücke, das ist mir auch schon länger nicht mehr passiert. Zum Glück. Aber es gibt nichts. Ach, Junge, wenn ich nur dran denke, dass ich drauf drücke, ey. Puh. Das triggert ziemlich heftig in der Tat. Naja, ich bin heute auch etwas aus der Puste. Merkt man vielleicht ein bisschen, aber wahrscheinlich ja nicht. Ich höre mich immer fett an. Aber nein, heute bin ich tatsächlich mal aus der Puste. Mit gutem Grund. Ich bin jetzt gestern und heute trotz der Temperaturen jetzt wieder joggen gegangen oder eben wegen der Temperaturen. Alter, jetzt schaut halt gefühlt jeder mit einer PSF nach Füllern. Nice. Ah, jetzt hat er alles Gizman gemacht, dass man es auch sieht. Ja, auf jeden Fall war ich jetzt beiden Tage wieder joggen, weil ja letztens hat mich auch wieder eine aufmerksame Zuschauerin darauf hingewiesen, dass ich eigentlich immer joggen gegangen bin und das jetzt ja schon länger nicht mehr getan habe, aber ja, jetzt habe ich es schon wieder seit 2 Tagen gemacht und ja, ich will es jetzt eigentlich wieder wirklich täglich machen. Ich meine, wenn es ab und zu mal nicht geht, morgen mit Zahnarzt und Klausur am nächsten Tag, da... Ich meine, da habe ich zumindest mal eine gute Ausrede. Aber ansonsten will ich das eigentlich schon durchziehen wieder. Vor allem diesmal fange ich jetzt halt wirklich früh an. Ich meine, es ist jetzt Mai, Ende Mai. Das heißt Juni, Juli, August, September, also die 4 wärmsten Monate quasi im Jahr. Also 4 Monate kann man jetzt easy jeden Tag joggen gehen, theoretisch, solange es dir halt nicht pisst oder so. Aber... Ich sag mal, zumindest zu einer Tageszeit, also im Sommer ist es selten so, dass es den ganzen Tag durchregnet. Oder zumindest nicht oft, ja, vielleicht ein, zweimal. Zu einer Tageszeit wird man schon hinbekommen, dass man seinen Arsch auch was bewegt, wo es gerade mal nicht regnet und ja, da kann man dann auf jeden Fall was machen. Genau, aber wollte ich euch nur wissen lassen, dass ich jetzt wieder im Jog-Business bin. Kommen vielleicht bald wieder Jog-Stories, aber bisher ist mir noch nichts Lustiges. Na gut, ich bin noch jetzt wieder 2 Tage auf der Piste. Da sollte schon Lustiges passieren. Abgesehen davon bin ich viel zu sehr damit beschäftigt, nicht ohnmächtig zu werden. Nein, Spaß. Das war kein Witz. Nein, war schon einer. Genau. Hammer.
Naja, Regenbogenrennen noch ganz kurz. Also, ja, ihr wisst ja alle, ich habe das mit dem Kommentar voll verkackt, gell? Unter dem drittletzten Video oder so, wo ich danach gefragt habe, ja, ich habe voll vergessen, den Kommentar zu schreiben. Den habe ich dann am Abend noch geschrieben. Haben wahrscheinlich aber trotzdem noch so 100 Leute, oder zumindest laut YouTube aufrufen, haben das noch 100 Leute mitbekommen. Aber ja, also ich habe einfach gemerkt, Regenbogenrenninteresse. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die vielleicht dabei wären. Bestimmt, also ich denke mal, 5 Leute würden sich da schon finden, wenn man es wirklich schon eine Woche vorher ankündigen würde, aber ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, ja, ich glaube, wir lassen es lieber. Also ich habe ja gesagt, wenn dann die Redaktion nicht da ist, werde ich es nie wieder erwähnen. Ich erwähne es jetzt trotzdem, aber nur um zu sagen, dass es zumindest die nächste Zeit. Ich meine, vielleicht mal, wenn wir mal sonntags streamen, aber wann streame ich mal sonntags? Nie, deswegen ist es ja auch Schwachsinn. Vor allem nicht. Ne, gut, okay, vormittags wollte ich gerade sagen, es ist 17:30 Uhr, es ist jetzt nicht wirklich vormittags, aber. Ja, also ich sonntags streame ich sowieso nicht und ja, von daher. Ne, also ist wahrscheinlich abgehakt, erstmal zumindest. Ich meine, wenn da mal irgendwie so viele Leute Bock drauf hätten, kann man schon mal wieder machen, aber ja. Ja, oder außer man haut eine. Ja, ich weiß, ja, so wird es wahrscheinlich sein, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich verlose eine Fire Escort an den ersten, dann sind sie plötzlich wieder alle dabei. Ja, ne, mache ich aber nicht. Außerdem habe ich gar keine Fire Escort. Und wenn, dann würde ich sie verkaufen, weil ich geldgeil bin. Ja, doch, stimmt schon, ich bin schon geldgeil. Also in Flive zumindest. Außerdem speichere ich auf mein Cruiser-Set. Ich meine, es farmt sich nicht von alleine. Ich meine, es farmt sich nicht schneller, wenn ich Fire S-Cards verschenke. Also, ja, kann minimal kontraproduktiv sein. Vor allem, wie sehr viel wert die mittlerweile sind. Irgendwie 6, 7 Milliarden habe ich, glaube ich, letztens mal einen Short gesehen. Die Karten sind ja unsagbar teuer. Kosten, glaube ich, mehr als Lightning 10% Karten, was echt eigentlich schon krass der Witz ist. Aber ja, so ist es halt. Jo, oder zumindest laut den Shouts, also ob sie auch wirklich für die Preise verkauft werden, ist natürlich nochmal eine andere Kiste, aber. Also Lightning 10% Karten, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie für 4, 5 Milliarden verkauft werden. Aber bei der Fire weiß ich es nicht hundertprozentig. Genau. Ja, dann was anderes, was jetzt schon wieder ein bisschen länger her ist. Ich war letztens mal wieder im Subway und mit letztens meine ich diesmal wirklich letztens, also es war vor 3 oder 4 Wochen. Also und seitdem war ich tatsächlich nicht mehr. Das war das letzte Mal, dass ich Subway war. Ja, es war vor 2 Wochen, 2,5 Wochen, vor 2 Wochen Freitag. Oh, jetzt laufen die ganzen Skills aus hier. Lass mal kurz warten. Ob der auch nochmal neu reinballert. Er hat eigentlich geschaut, PSF mit Dauerskills. Sieht mir ja nicht nach Dauerskills aus, wenn ich hier mal meckern darf. Naja, jedenfalls, ja, bin ich halt reingegangen und vor mir standen 4 oder 5 Leute, war ich erstmal schon wieder pisst, weil es war Freitag nach der Arbeit und ich habe mir quasi Mittagessen geholt. Also halt tatsächlich auch mal einen Grund gehabt hinzugehen, nicht nur aus reiner Fresssucht und weil es geil schmeckt, sondern halt auch wirklich Mittagessen gebraucht. Und dann war vor mir, nice, das sind schon die Skills. Ja, ich hasse es immer so zu fragen, das ist immer so mega. Das ist so richtig cringe und awkward, Alter. Wenn du so nach Party-Skills geierst, nur weil sie mal 20 Sekunden weg sind, da warte ich manchmal kurz, bevor man einen so auf richtig greedy macht. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ja, vor mir waren auf jeden Fall so ein paar Typen und, also 4 Leute, glaube ich, und der direkt vor mir war mit seiner Freundin da und dann dachte, also erstmal denkst du dir natürlich gar nichts und schaust nur drauf, was du dir bestellst. Pulled Pork und Barbecue Rib, wen es interessiert. Ja, und auf jeden Fall hat er dann so, also kam der Kassierer so hin, hat sich diese Tütenhandschuhe angezogen, diese mega Behinderten, und dann hat er halt gefragt, ja, was wollt ihr? Und dann hat der, also der Kerl, den er angesprochen hat, also der Typ, der vor mir stand, mit seiner Freundin, hat er plötzlich fließend angefangen, Italienisch zu sprechen. Und erst ist es mir gar nicht aufgefallen, ich dachte, der redet einfach, oder ich habe mir gar nichts gedacht, ich habe auf die Tafel geschaut, aber dann ist der ist. Ihr kennt ja bestimmt alle Italienisch, der ist immer schneller geworden gefühlt. Oh! Naja, gut, ist eigentlich wertlos, aber egal. 200, 300 Mio. ist schon noch wert. Nice. Ja, da labert er so fließend Italienisch und ich denke mir einfach nur so, ja, der Typ würde jetzt wenig verstanden haben. Ja, was macht der Kassierer? Fängt auch plötzlich fließend Italienisch an. Da denkst du dir auch nur so, alles klar, bin ich noch in Deutschland? Hallo? Alter, ohne Scheiß, das war. Also, das war wirklich so, ich hab. Also ich stand so hinter denen und hab mir jetzt so gedacht, als ob es jetzt so wie so, ja, wie kann man das jetzt umschreiben, literarisch, eine Augenbraue hochgezogen und ihn verwundert angeschaut, dass er plötzlich fließend Italienisch gesprochen hat. Also der Typ, und als der Kassierer plötzlich fließend dann Italienisch gesprochen hat, Alter, dann dachte ich mir auch so, alles klar, Alter, ich bin da mal raus.
Ja, das war ziemlich heftig, aber die haben sich wohl irgendwie gekannt oder zumindest vorher schon mal kurz miteinander geredet, aber es war auf jeden Fall, ja, war ziemlich crazy. Ich meine, stell dich mal vor, ihr geht ins Subway rein, vor allem in einer Kleinstadt, also ich meine, in der Großstadt ist sowas wahrscheinlich normal, oder keine Ahnung, ich bin nie in der Großstadt im Subway. Allgemein war ich das jetzt mal in der Großstadt vor gefühlt 500 Milliarden Jahren. Die sind mir ein bisschen zu groß. Habe ich immer Angst, dass ich im Gullydeckel versinke, so groß sind die Straßen dort. Nein, Spaß. Aber ja, auf jeden Fall, ja, ziemlich crazy gewesen. Genau, und dann war da vor dem Kehr, also es war ja noch nicht mal das Crazyste, das war nur der Anfang, aber das, also ich fand es halt, das war das auf jeden Fall das Lustige. Vor denen war dann, und das war einer der wärmsten Tage, noch vor 2, 3 Wochen war es dann noch nicht ganz so warm wie jetzt diese Woche und wahrscheinlich nächste Woche auch sein wird, aber da war es auch relativ warm zumindest, also zumindest Sonne hat geschienen und eigentlich, ja, jeder war in T-Shirt und ja, maximal halt lange Hose oder eigentlich halt kurze Hose unterwegs. Und dann stand halt noch so ein Typ vor mir. Ah, nee, nein, stimmt, die waren erst hinter mir. Genau, die kamen. Genau, der Italiener war dann in der Kasse. Und die beiden kamen dann hinter mir. Aber sie sind an mir vorbeigegangen, weil sie nur Cookies haben wollten. Genau so war das. Und deswegen waren sie dann vor mir. Ja, und dann sind die an mir vorbeigelaufen. Also wieder ein Typ mit seiner. Oder weiß nicht, ob es seine Freundin war. Also ich meine, das ist natürlich nur assumed. Also weiß ich natürlich nicht, aber ich denke mal. Und der hatte halt ein Beanie auf und war dieser klassische, ja, wie umschreibt man das jetzt schön? Ich will jetzt hier niemanden von euch beleidigen, der vielleicht auch sich so ähnlich anzieht, aber jetzt so komplett schwarz mit Piercings, keine Tattoos tatsächlich, aber mit Piercings zum, ja, also von irgendeiner Metalband, glaube ich, ein T-Shirt angehabt und so ein Beanie. Es hat halt wirklich legit, also es war jetzt sau warm schon, also nicht so warm wie jetzt, wie gesagt, aber schon ziemlich warm. Also auf jeden Fall zu warm, um einen scheiß Beanie aufzuhaben. Aber es gibt ja so ein paar Leute, die sowas bei jeder Temperatur tragen, gefühlt. Und naja, aber das war nicht mehr das Heftige, sondern der Typ hatte einfach an seinem Arm, ohne Scheiß, gefühlt 100.000, ja, weiß ich nicht, was das war. Also ich hoffe, dass es Mückenstiche waren, aber ich frage mich, wer im Mai. Also ich wurde noch von keiner einzigen Mücke, glaube ich, gestochen. Und ich meine, ich war jetzt ja joggen und so. Also vielleicht von einer oder zwei, aber halt sein ganzer Arm. Also da musste in einem Mückennest schlafen, um so auszusehen. Das war wirklich heftig. Und ja, ich meine, es sah auch nicht wirklich aus wie eine Krankheit. Also ich glaube, dass der Kerl Drogen genommen hat. Ja, also ich glaube, dass der sich irgendwas gespritzt hat. Weil ich glaube, das macht man zwar nicht am ganzen Arm, Alter, was soll denn das sonst? Also entweder war es echt eine krasse Krankheit oder sonst was, keine Ahnung. Aber das sah mir nicht wirklich krank aus, der hat doch ganz normal geredet und so. Also, und ich meine, wenn dein Arm so aussieht, dann muss das eine ziemlich schlimme Krankheit sein. Und na gut, wenn es eine Hautkrankheit ist, weiß ich nicht. Also wird es deine Stimme wahrscheinlich nicht gerade beeinflussen, aber ja, es war auf jeden Fall ziemlich crazy, Alter. Also mir würde eigentlich nur Drogen einfallen, aber die spritzt man sich ja nicht überall am Arm, eigentlich nur in die Vene oder so. Also nicht, dass ich mich damit auskennen würde, aber soweit ich weiß. Ja, ich will es auch gar nicht wissen, aber ja, sah auf jeden Fall ziemlich heftig aus. Also es ist halt wirklich so, als hätte sein Arm einfach in so ein Mückennest gehalten und 3 Stunden lang gewartet und hätte ihn dann wieder rausgezogen. Also so sah das aus. Das sah wirklich richtig crazy. Ja, also da hat man das Beanie fast vergessen, dass der bei gefühlten 30 Grad im Schatten anhatte. Also, oder auf hatte, besser gesagt. Genau, ja, das wollte ich euch auf jeden Fall noch erzählen. Das steht schon ewig auf meinem Zettel. Jetzt bin ich das auch endlich losgeworden. Jo. Ja, im Subway passieren eigentlich immer die krassesten Sachen. Obwohl der Laden ist ja übelst klein. Da stehen 5 Tische drin und hat maximal 2 Kassierer. Also, ja, aber der zieht halt eben die ganzen Leute an. Aber es ist auch das einzige Subway in der Stadt. Das andere ist ja noch ein Bahnhof. Und da gehe ich zwar auch immer hin, weil das sau nah bei mir ist. Mit dem Auto 2 Minuten gefühlt. Aber ja, kann ich ja schlecht machen, wenn ich von der Arbeit mit dem Rad heimfahre und meine Arbeit ist direkt in der Stadt. Und da fahre ich dann freitags ab und zu mal beim Subway vorbei. Aber jetzt, wie gesagt, schon länger nicht mehr. Jetzt hole ich mir nur noch beim Bäcker Gourmet-Stangen. Das sind solche Teigstangen mit so Speck und Zwiebel drinnen. Ich weiß, das hört sich jetzt mega fett an. Aber die kosten nur, also 2 Stück habe ich heute gegessen. 1,50, also wesentlich billiger als Döner oder Subway, was ich sonst meist gegessen habe. Und machen genauso satt. Plus eben, ich spare so viel Knete. Alter. Royal ist manchmal schon echt eine Bitch, ey. Vor allem am Ende kommt die nur noch durch. Da existiert meine Blockrate einfach nicht mehr. Weil ich glaube, alles von der kann man auch nicht blocken, aber ja, und dann droppen der Jesse-Suit, oder? Weißt du, wahrscheinlich das behindertste Set, das es im Spiel gibt. Ah. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ah, ja, genau, Gourmet-Stangen. Ja, genau. Und es kostet halt viel weniger als die ganzen Fastfood-Sachen.
Plus, gut gesünder direkt, das ist jetzt wahrscheinlich, also schon. Aber es ist ja Weißbrot und Weißbrot ist ja, glaube ich, auch nicht so, also zumindest zum schlank werden ist es, glaube ich, nicht so gut. Und darum geht es mir eigentlich gar nicht, wir werden einfach nur weniger Geld ausgeben, weil, wenn ich das mal so zusammenrechne und ihr wisst ja, manchmal bestelle ich mir noch asiatisch. Gut, Burger King habe ich jetzt eigentlich vorgehabt, nicht mehr zu gehen, maximal einmal im Monat nur noch, weil es auch so teuer ist und so ultra fett macht. Eben weil ich jetzt auch wieder joggen gehe, weil wenn ich die ganze Zeit weiter in Fastfood fresse, dann kann ich auch gleich aufhören, joggen zu gehen, weil bringt ja eh nichts. Wenn du 5000 Kalorien hast, ja gut, okay, so krass jetzt auch nicht, aber ja. Auf jeden Fall ein bisschen zurückfahren. Und wie gesagt, damit, also dann kaufe ich mir viermal die Woche für maximal 1,50. Manchmal kaufe ich mir auch nur eine. Habe ich zum Beispiel morgen vor, weil heute nach zwei, also die zweite habe ich schon fast gar nicht mehr geschafft, weil es ist ja auch so, also nur so eine Stange, das stopft ja auch total. Also davon kannst du ja gar nicht so viel fressen. Und ich glaube, eine morgen reicht 75 Cent, wenn ich da maximal 1,50 am Tag ausgebe, viermal. Das sind 6 Euro die Woche für Essen, also für Mittagessen. Also das ist schon chillig. Also damit kann ich leben. Da spare ich mir ungefähr jede Woche 15 Euro. Und wenn ich dann noch Burger King weglasse, ja, gut, asiatisch am Freitag bestellen, das ist jetzt einfach unser Ding geworden. Aber wenn ich da keine Vorspeise nehme und nur das Hauptgericht, 10 Euro, dann gebe ich da, ja, 15, 16 Euro in der Woche aus, von vorher 35 bis 40. Ich meine, das ist schon eine gute Quote, würde ich mal behaupten. Und ja, genau. So viel dazu. Gibt's sonst noch was? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Und ciao. Ich bin ja auch eine Flachnase. Ich habe das Wichtigste vergessen. Alter, ist so viel geplappert. Ja, ich habe einen neuen Titel, Boys. Milchbart ist am Stissel. Das ist der dritte Titel diesen Monat, den ich euch versprochen habe. Es ist der 29.05. Das ist mir jetzt doch etwas zu knapp geworden, muss ich sagen. Aber ich habe ihn geschafft. Er hätte eigentlich auch früher kommen müssen, aber ich habe von irgendjemandem 4000 Flutsherbets zugeschickt bekommen. Und gut, war nicht das Klügste, die zuerst zu fuhren, aber habe ich halt gemacht, war aus Gewohnheit. Und hat dann aber voll vergessen, ja, langsam sollte ich den Milchtitel eigentlich mal haben. Habe ihn auch bekommen. Und ja, jetzt fuhr ich Roll Bread. Da gibt es dann Dauertoaster. Entschuldigung. Dauertoaster, glaube ich. Genau. Aber auf jeden Fall ein neuer Titel am Start. Können wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr drüber reden, über Titel und so. Und ja, wie gesagt, jetzt aber wirklich ciao.